Ich dachte, es wurde mal wieder Zeit, den Setplay Saturday zurückzubringen. Lehnt euch zurück und genießt 5 frische, neue designte Spielzüge aus den vergangenen NBA-Wochen. Hallo Freunde, hier ist JustaKid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gefallen dir meine Videos und du möchtest mehr solche Analysen sehen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere gerne die Glocke. Den Anfang machen die Miami Heat und Coach Eric Spoelstra zeigt mal wieder seine Brillanz. Der Ball wird von der Seitenlinie eingespielt und landet bei Winslow und in der Zone stellt Dragic ein Flex-Screen für den aus der Weakside kommenden Adebayo. Beide tauschen Position, die Pacers wollen nicht switchen. Der Big kommt so zu einer guten Position im Post. Dragic geht weiter und stellt einen Backscreen gegen Robinsons Defender, dieser cuttet zum Korb, während der Ball mittlerweile bei Adebayo ist. Gordon Dragic täuscht nun an, dass er in Richtung von Winslow geht und möglicherweise um einen Screen von ihm herumrotiert. Das dient allerdings nur zur Ablenkung und stattdessen geht er zum Korb für 2 einfache Punkte. Achtet mal darauf, wie sein Backscreen hier nur eine Decoy, also eine Köder-Action ist. Der Ball sollte nie zu Robinson, sondern von Anfang an zum Point Guard. Es geht aber nicht weniger stark weiter, denn hier kommen die Pistons mit einem sehr langen Setplay aus der Princeton Offense zu einem offenen Dreier. Brown leitet das Play ein und wir sehen eine Princeton-Formation hier. 2 Spieler on top, 2 auf dem Flügel und ein Big auf Höhe der Freiwurflinie. Brown spielt den Ball zu Luke Kennard auf dem linken Flügel. Blake Griffin rotiert von rechts hoch, während sich auch Tony Snell und der angesprochene Brown weiter bewegen. Der Big begibt sich in den Post und Brown geht in die Zone, dreht ab, geht wieder nach draußen und bekommt den Ball. Tony Snell stellt nun ein Shuffle Screen für Kennard. Dieser dient in der Regel dazu, um dem Cutter hier Luke eine gute Position im Post zu erschaffen. Darauf liegt in diesem Moment auch die Aufmerksamkeit der Mavs. Womit diese aber nicht rechnen, ist dieser Stagger Screen von Griffin und Drummond für Snell, der rausgeht und den Dreier verwandeln kann. Ganz schwer zu verteidigendes Play hier von Detroit, perfekt ausgeführt. Zur Abwechslung kommt jetzt ein ATO gegen die Zone Defense, die Warriors nennen dieses Play nur Zone Buster. Minnesota holt hier die 1-2-2 Zone raus, Golden State ist jedoch vorbereitet. Russell begibt sich nämlich auf die rechte Seite, um dort eine Überzahlsituation zu kreieren. Da die Wolves als Zone verteidigen, bleiben die beiden Defender auf der anderen Seite in ihrer Position, obwohl dort nur ein Offensivspieler steht. D'Angelo geht an einer Art Downscreen vorbei, um einen Defender wieder wegzuziehen und Corley Stein stellt ein Screen gegen Deng. Damian Lee kommt so zu einem komplett offenen Wurf aus der rechten Ecke. Man hat eine 3 gegen 2 Situation kreiert und der eine Mann mehr kommt zu einem Wide Open Triple. Ziemlich clever, aber natürlich auch nicht gut verteidigt. Sobald man das hier sieht, muss eigentlich ein Defender extra zur Hilfe kommen, Zone hin oder her. Nummer 4 kommt von den Dallas Mavericks. KP erhält den Ball und wir sehen, wie Tim Hardaway Jr. über einen Downscreen von Powell geht. Er bekommt den Ball via Handoff. KP rotiert zum linken Flügel und sein Defender läuft direkt in einen Flare-Screen von Powell rein. Dieses einfache Play liefen die Mavs in dieser Saison schon einige Male, regelmäßig mit Erfolg. Porzingis Matchup rechnet hier nach dem Handoff überhaupt nicht damit, dass er direkt danach gescreent wird und diese Schwachstelle nutzt man gnadenlos aus. Den Abschluss machen die Los Angeles Lakers mit ihrem ersten Angriff im Spiel gegen die Milwaukee Bucks. LeBron trägt den Ball vor, spielt weiter zu Green, der dann zu McGee on top spielt. Während der Ball weiter zu Caldwell Pope läuft, rotiert LeBron vom Weakside Post in die Strongside. Um den Switch zu verhindern, geht McGee zum Korb, Lopez muss bei ihm bleiben. AD versucht hier noch so etwas wie einen Screen zu stellen, kommt aber zu spät, was aber für das Play an sich nicht schlimm ist. James bekommt nun den Ball und gleichzeitig die Aufmerksamkeit von 3 Defendern. Er könnte zu David spielen, wählt aber einen anderen Pass, nämlich den zu Danny Green. Der Shooting Guard ist durch den Hammer-Screen von JaVale frei in der Ecke und LeBron findet ihn mit diesem traumhaften Pass. Das waren die 5 Plays in dieser Folge, schreibt wie immer gerne in die Kommentare, welches euch am besten gefallen hat. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!